Marc, wieder zurück in Saarbrücken. Wie ist das Gefühl? So nach ein paar Jahren, es ist ja auch nicht unbedingt ganz glücklich zu Ende gegangen, aber es ist ein bisschen Zeit vergangen. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich wurde vorhin schon von vielen Leuten, von vielen bekannten Gesichtern herzlich begrüßt. Ich fühle mich wohl hier. Ja. Ich habe hier, ich habe es im Vorwort schon gesagt, meine schönste Zeit meiner Karriere gehabt. Sehr gute 4,5 Jahre mit dem Aufstieg und mit dem Pokalsieg und viele Freunde gefunden in der Zeit. Ich habe mich gefreut, als ich auch Dieter Ferner von und Paolo und die ganzen Jungs, Manu Zeitz, viele Spieler sind nicht mehr, die übrig geblieben sind, aber jetzt auch von den Fans viele bekannte Gesichter, wie gesagt im Vorwort schon. Ich habe mich gefreut auf den Tag, auf das Spiel. Vielleicht ist es um 2, 3 Tore zu hoch ausgegangen, in aller Liebe zum Saarland. Aber groß im Ganzen, wie gesagt, wir sind verletzungsfrei aus dem Spiel rausgegangen. Ich habe viele gute Sachen gesehen, die wir sehen wollten. Wir sind seit 3 Tagen im Training, Saarbrücken ist schon ein paar Tage länger im Training. Von dem her, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Vielleicht ist das eine oder andere Tor zu hoch. Aber wie gesagt, jetzt gibt es bestimmt noch das eine oder andere gute Gespräch mit allen Bekannten. Und wie gesagt, für mich war es ein guter Tag. Ja, ihr habt auch ganz, ganz gute Chancen gehabt zeitweise. Nur vom Tor sind sie immer ein bisschen nervös geworden, da die Jungs. Ja, wie gesagt, wir sind 3 Tage im Training. Wir waren ein bisschen länger als Saarbrücken auch, vor allem in der Zeit, wo wir Pause gehabt haben. Wir waren jetzt, glaube ich, 6 Wochen Pause gehabt. Das ist dann doch eine lange Zeit und sind 3 Tage im Training. Wie gesagt, die eine oder andere Situation haben wir uns gut herausgespielt. Dass wir das Tor nicht gemacht haben, ist natürlich ärgerlich. Aber wie gesagt, ich habe 3, 4 gute Aktionen gesehen, wenn wir vom Tor im 5er aufgetaucht sind, haben das Tor nicht gemacht. Wie gesagt, es kommt im Laufe der Vorbereitung auch wieder zurück, unsere Torgefährlichkeit. Wir müssen gucken, dass wir für die Oberliga unsere Reifen, unsere Fitness wieder zurückbekommen und auch die Passsicherheit und Spielsicherheit. Ich denke, das kommt im Laufe der Vorbereitung zurück und von dem her bin ich heute im Großen und Ganzen zufrieden. Ja. Wie ist so die Perspektive? Ist der bezahlte Fußball ein Ziel oder wird es das schönste Hobby der Welt bleiben für dich? Ja, grundsätzlich ist es genauso wie beim Fußballspielen. Ja. Ich habe mir auch in jungen Jahren mal vorgenommen, irgendwo im Profifußball Fußball zu spielen. Ist dann geglückt hier in Saarbrücken. Als Trainer natürlich hat man natürlich auch die Vision, irgendwann mal als Profitrainer irgendwo an der Linie zu stehen. Aber grundsätzlich muss ich jetzt gucken, ich habe Beruf, ich bin noch im Autohaus tätig, habe gute Jungs, mit denen es mir Spaß macht, momentan in der Oberliga Fußball zu spielen. Nebenher muss ich noch mal eine Trainerscheine machen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal bin ich in der Oberliga, bin glücklich in dem Verein, wo ich jetzt gerade bin, in Oberachern. Ich habe genug Zeit für meine Familie. Was in den nächsten 5, 6 Jahren kommt, muss man gucken, wie das passiert. Es gibt genug Trainer auf dem Markt. Wie gesagt, es ist auch kein Wunschkonzert. Wie gesagt, ich lasse auf mich zukommen. Momentan bin ich zufrieden in Oberachern und habe mit Familie und Beruf bin ich momentan im Einklang. Leute haben gesagt, sie sehen mir, dass es mir gut geht. Mir geht es momentan sehr gut. Aber nochmal zur Frage zurückzukommen, auf die letzte Zeit in Saarbrücken. Wie gesagt, ich bin nicht nachtragend. Ich habe vorhin mal dem Dieter Ferner gesagt, vielleicht war es Schicksal. Und mir geht es gut. Ich drücke dem FC Saarbrücken alle Daumen. Ja. Ich muss mal gucken, wenn man die Zeit zulässt. Vielleicht komme ich da mal zum Relegationsspiel wieder zu. Ich hoffe, dass sie aufsteigen und dass sie nächstes Jahr in der dritten Liga gespielt. Wie gesagt, der Verein könnte in der dritten Liga und hoffentlich bald im Ludwigspark wieder. Ich hoffe es. Und ansonsten, wie gesagt, ich wünsche dem Verein alles Gute und hoffentlich, dass sie aufsteigen. Prima. Vielen Dank. Ne? Alles klar, gell? Bis bald. Also, gell? Ja, tschüss.